3000 Autos und SpongeBob fetzen sich heute, denn SpongeBob-Echse ist jetzt da und guckt sich die letzten Autos an. Leute, es wird heute richtig wild und ich hab mega Bock. Crusher, von dem ist das Video. Macht ihr heute auf jeden Fall wieder richtig Action, beziehungsweise versetzen wir uns in seinen Film und... Boah, Junge, der hat die TNT-Box übel gehittet. Das war nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wie tief das ist. Die Figur ist ganz schön groß, muss man sagen. Aber egal, holen wir uns den E-Scooter, weil... Was ist das denn? Fahr mal jetzt zu hier, Kollege. Und da kommt der Salto nach hinten. Ey, Leute... Ganz kurz, der Salto war ja wohl clean, ne? Hashtag clean in die Kommentare rein, wenn der Salto clean war. Auf jeden Fall super wild gewesen, geiler Move und ja, ein bisschen was konnte er zerstören. Also die kleinen Autos machen ja auch schon gut Arbeit und ja, das hat sich erledigt. Es geht weiter mit einem Golfcaddy. Junge, ich habe so Bock mal Golfcaddy zu fahren. Rein da, also ja, also mit einem Golfcaddy gegen SpongeBob Exe sollten wir vielleicht lieber eher nicht so machen. Okay. Aber dafür mit einem... Was ist das denn eigentlich? Also... Junge, das ist ja schon wieder... Also, das ist ja... Schnitt! Mit einem Kran könnte es doch mal was werden. Und wir gehen rein. SpongeBob-Echse ist mir egal. Bikini Button wird heute wegrasiert. Wow. Okay, wir haben mir den Arm gehittet. Das TNT erledigt seinen Rest. Aber auf jeden Fall sind wir gut dran, muss ich sagen. Und jetzt kommt Montes Lambo. Digga, es geht richtig ra... Junge, war das eine Rakete? Alter, der ist ja übelst durchgebuttert. Das war wirklich glatt wie Butter. Der Lambo ist aber hin. Und jetzt das Ghostbuster-Auto. Hier straighten rein und... Ghostbuster! Wow, okay. Das hat auf jeden Fall richtig geschallert. Die Nase ist safe. Erstmal RIP, würde ich sagen. Game ist ein bisschen laggy, aber ja, mein Gott. Was willst du halt machen, ne? Oha. TNTs explodiert. Alles klar. Wie zur Hölle ist das TNT explodiert? Aber ist cool. Es geht jetzt mit dem gelben Sportwagen da richtig rein und... Oh, wow. Ja, also viel Spaß mit TNT. Oh, ho, wow, wow, wow. Es geht mit einem roten Sportwagen auf jeden Fall durch. Auch hier so ein paar Löcher von SpongeBob sind auf jeden Fall jetzt da. Aber es ist noch nicht genug. Wir brauchen was Pacigeres und jetzt ab durch die Mitte, mein Bester. Und das geht clean durch die Mitte. Ey, das war nice, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Nice. Okay, okay. Alles klar. Aber jetzt kommen wir mit einem Eiscremewagen an die Nase ran. Und... Boah, ich weiß ja nicht, Leute, ne? Aber, ja. Also Eis gibt's heute nicht umsonst. Tut mir leid. Aber es gibt Autogrammkarten umsonst seit gestern auf Instagram. Also falls sie noch nicht schon alle weg sind, dann könnt ihr jetzt gerne auf Instagram einfach mal reingucken und folgen. Ich verschenke die Autogrammkarten, die sind kostenlos für euch. Falls ihr kein Instagram habt, fragt einfach eure Eltern und sagt denen, ey, yo, Dano verschenkt eine Autogrammkarte, kannst du dem mal folgen, dem mal schreiben. Müsst ihr einfach nur meine Stories gucken, Leute. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Kuss und... Weiter geht's. Mit einem Militärfahrzeug und Raketen. Wird SpongeBob jetzt beschossen? Ich weiß nicht, ob die Raketen da alle ankommen. Schieß doch mal, Digga. Sehr gut. Das Ding ist wirklich huge und wir haben nicht gesehen, wie die Raketen da ordentlich Damage gemacht haben. Aber ist auch egal. Oben. Guck dir mal oben den Schwamm an. Der ist ja komplett RIP. Oh, wow, Alter. Moin. Okay, das hat gut reingezündet, aber ja. Ich vermisse so ein bisschen einen fetten Panzer, muss ich sagen. Jetzt geht's hier erstmal mit so einem... Oh, okay, das war nicht schlecht. Ich würde sagen, das ist so ein Maler-Truck oder so, ne? Also, keine Ahnung, was das für ein Truck war, Leute. Ein Bagger ist doch ganz genau das, was mir gefällt. Junge, schaufel dem Typen mal alles rein, Mann! Wow! Okay, er bleibt drinne und macht hier richtig guten Damage. Also muss man sagen, jetzt geht es aber mit dem Fernseher bzw. WLAN-Wagen nochmal weiter. Boah, Leute, rein da, auf den Zahn rauf direkt. Nice. Und der Zahn ist erstmal weg. Das tat, glaube ich, ganz schön weh, oder? Eieiei. Was haben wir jetzt? Oh, okay. Was ist das für ein Reaper-Wagen? Junge, der ist ja richtig wild. Und er gibt vor brutalen Pace rein. Und er hat schon mal unten am Bein ein bisschen was... Was? Ist das eine Couch? Ist das eine Couch, Mann? Der Typ hat eine Couch. Warte mal. Oh Gott. Also, ja. Also, nein. Also... Digga, also mit einer Couch SpongeBob-Echse machen, nee. Jetzt haben wir aber hier einen Rambock. Und das Ding, das muss scheppern, Leute. Jetzt müsst ihr mal gucken. Oh,
Boah, ich hatte gerade Hustenkrampf, weil das gerade so heftig reingezündet hat, das Ding. Jetzt aber ein Monster Truck, ne? Mit einem Monster Truck, da kann man das Auge auf jeden Fall nochmal anvisieren. Nein, er will versuchen, den Arm abzutrennen, was ja auch Sinn macht. SpongeBob ist echt sehr groß, Leute, und ich weiß halt nicht, ob er den wirklich packt. Aber den Arm abzutrennen wäre natürlich wild. Mit dem Auto könnte es aber tatsächlich was werden. Geht er auf den rechten Arm? Nein, er geht da oben rein. Boah, nimmt die TNT-Box noch mit. Das hat gut geknallt. Und ich glaube, er hat die TNT-Boxen daran installiert, damit SpongeBob schneller gebastelt werden kann. Jetzt bin ich gespannt, wie er da rangehen will. Er muss den Arm einfach mal auch irgendwann mitnehmen, aber will noch mal straight durch die Mitte rein. Er versucht, glaube ich, so ein Loch zu schaffen, drumherum, dass SpongeBob sich mit dem Oberkörper so löst. Dann bleibt halt seine coole Hose noch da, aber das ist auch alles. Jetzt aber mit dem... Oh, XXL-Bagger einmal rein. Und ich sag dir ganz ehrlich, nimm noch mal ein Auto mit und beweg dich Richtung Arm. Und das Ding kommt gut und das kommt richtig gut, Mann. Der Arm ist abgerippt worden. Wow. Okay, ah ja, der Klassiker, Leute, man kennt ihn. Also, der Arm ist noch dran. Wer kennt die unsichtbare Macht nicht? Aber kein Problem. Dann muss man halt eben nochmal mit Karacho auf den Arm rauffetzen. Boah, Zeitlupenmodus, Junge, zu spannend gewesen. Da fällt das nächste Teil ab, aber seine Hand ist noch oben. Die muss er mit einem TNT-Block wegmachen. Und die erinnert mich an so ein Videospiel, da hat so ein Endgegner auch so, hier an den Armen so Punkte, die muss man halt töten, seine Hände erst wegmachen. Und das ist bei SpongeBob genau das gleiche, aber ich sag euch, das kriegt Crusher bestimmt hin. So, der hat auf jeden Fall gut TNT abbekommen. SpongeBob ist bisher immer noch da und noch nicht besiegt. Aber was hat Crusher sich hier einfallen lassen? Ich bin super gespannt. Es geht auf die Rampe rein und okay, ja, war okay. Was ist das denn? Eine Gabel? Was ist das für ein Fahrzeug? Junge, das Teil ist ja... Ist das ein Schullöffel am Auto? Okay, jetzt aber mit einem richtig fetten Panzer. Und da sehe ich mich drin. Er macht jetzt hier erstmal ein bisschen Platz, finde ich gut. Schubst mal die ganzen Autos weg, damit man da entspannt durchfahren kann. Das ist ja auch wichtig, Leute. Der nimmt jetzt gut Anschwung. Und der, ja, er böllert hier rauf. Fullends rein. Nein, nein, er kann nicht mehr schießen, oder? Schade, aber der Panzer, der wird jetzt überleben. Sehr gut. Mit dem Zementmischer geht es auch nochmal rein. Leute, habe ich von der Baustelle heute mitgenommen. Einmal mit dem Zementmischer in SpongeBobs Augapfel. Sehr nice. Lass doch mal ein bisschen Zement da, mein Bester. Dann können wir den später auch wieder aufbauen. Boah, sein Schuh hat jetzt auch schon was abgekriegt. Ja, jetzt kommen wir aber mit einem viel größeren Panzer nochmal hier in die Line rein. Digga, sieh zu, komm schon. Digga, schieß doch. Schieß doch, Mann. Dann halt nicht. Also ich finde, der kann mal... Ja, also der Panzer ist auch direkt weg. Es wird Zeit für den XXXXL-Bagger. Und der hat so eine fette Schaufel. Der bohrt sich jetzt in SpongeBobs Kopf rein. Und nimmt hier gut was mit. Fällt jetzt doch mal runter. Und hat hier wirklich sehr viele, ja, Schadenspunkte getroffen. Das TNT erledigt den Rest und er muss weiter Richtung Bauernhof gerät. So, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß immer nicht, wie das Ding heißt. Und alter Mann, oha! Was für ein kranker Stunt! Und er hat fast die Hand mitgenommen, ne? Das war Glück im Unglück, muss man ganz ehrlich sagen. Hoffentlich gibt es hier gleich nochmal ein bisschen dickere Geräte. Er nimmt auf jeden Fall jetzt den Laster mit diesen ganzen Holzbäumen, also mit diesen Bäumen damit und fetzt da jetzt richtig rein. Das ist wie eine Pumpgun, Leute. Crazy. Gut gespielt. Muss man an der Stelle auch sagen. Das ist wirklich sehr, sehr krass gewesen. Und TNT erledigt hier wieder seinen Rest. Hat aber auch ein bisschen was vom Schuh mitgenommen. Jetzt kommt man mit dem LKW hier ran. Ich weiß nicht, ob der SpongeBob packen kann. Ich bin ehrlich. Aber mit der ganz langen Seite crasht er hier wirklich nochmal gut rein. Leute, Hashtag ja, Hashtag nein, wenn ihr glaubt, er macht es noch. Aber
Wir haben jetzt hier einen Propangaslaster, der könnte nochmal für richtig explosiven Stoff sorgen. Wenn er den vielleicht rechtzeitig unter das Auge reinpropellert, wäre das natürlich krass. Er macht genau das Entgegengesetzte, oder? Der Propangastank wurde leider nicht zu krass genutzt, aber SpongeBob hat schon viele Löcher. Aber er kennt es ja, ist ein Schwamm. Er hat generell schon viele Löcher, Leute. Hey, warte mal ganz kurz. Wo ist die Feuerwehrleiter hin? Entschuldigung, ja, wir haben Einsatz direkt da rein. Genau da. Naja, noch ein bisschen nach rechts, aber... Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube wirklich, er packt SpongeBob nicht. Er hat noch ein paar Fahrzeuge da, ich sag mal 4, 5. Es könnte eine knappe Kiste werden. Jetzt geht er auf jeden Fall hier mit dem LKW über links. Will hier nochmal die Hand mitnehmen und das Ding hittet. Anders rein. Und die erste Hand ist erledigt. Stark gemacht. Jetzt kommt der Power Panzer 2000. Und mit dem kann er jetzt noch alles retten. Wie... Wow. Okay, wundert euch nicht, dass ich so huste, Leute. Ich bin ja halt noch erkältet mit einer Grippe. Ich bin gespannt, was der riesige Teardown-Laster jetzt noch ausrichten kann. Es ist das größte Fahrzeug mit dem größten Schadenspotenzial. Und, alter Schwede, der fetzt jetzt hier gut rein, kommt hier nochmal hoch und, ey, das könnte was werden, ne? Der könnte das noch machen, oder? Wenn da jetzt noch ein bisschen was geht, nein, doch, er ist doch drin. Er ist noch drin. Wie viel kriegt er jetzt hin, Digga? Wie macht er das? Wie zur Hölle macht er das? Er hat ihn gepackt! Der Laster hat ihn gepackt! Geisteskrank! Das hätte ich nicht gedacht! Holy moly! SpongeBob-Echse wurde eliminiert! Das war ein richtig spannendes Finale, muss ich sagen. Und es war auch nicht... Also ich hab's nicht kommen sehen. Ich bin ehrlich. Sehr heftig, Freunde. Crazy, Mann. Ein würdiges Ende. Und da sehe ich mich doch auch schon in der nächsten Folge. Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Teardown. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr die nächste nämlich nicht. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Dello out.